So, weiter geht's mit unserem kleinen Heckabenteuer hier bei Watch Dogs. Und das heißt, ich muss mal gucken, dass ich diese Linie auf jeden Fall auf blau drehen kann. Die Außenlinie hier. Das wäre das Wichtigste, dass ich das denke. Ich glaube nicht, dass ich alles auf blau drehen muss, sondern nur diese Außenlinie hier oben. Würde ich zumindest mal spontan sagen. Aber große Frage, nächste Frage, wie? Ja, es ist halt erstmal in erster Linie nur so ein... Boah, das ist schwierig, ne? Ich habe keine Ahnung, wie ich da ansetzen soll. Wenn ich irgendwie noch einen Anfang oder so, wo ich das sagen kann, ich kann mal da mich reinhängen. Weil ich muss ja, es müsste ja zwei Systeme eigentlich sein, mehr oder weniger, ne? Oder sehe ich das jetzt gerade einfach nur falsch? Warte mal. Ja, ich bin gerade. Entweder bin ich gerade zu blöd, das so hinzukriegen, oder ich verstehe den Sinn an der Sache gerade nicht. Weil der muss ja beide Kreise sein. Oder habe ich den irgendwie falsch eingestellt?
Was soll ich denn da lang? Wie gesagt, es müssen ja zwei Sicherheitssysteme sein. Meiner Meinung nach. Ich muss das Ding ja quasi auf das andere rübersetzen. Aber wie? Also scheinbar doch auf das über dieses Schaltdings. So. Hier drüber irgendwie. So, oder? Ist das gerade falsch? So, das. Jetzt habe ich nämlich so beide blau. Und jetzt hoffe ich, dass ich dann das wichtigste blau habe, ja. Warte mal gerade kurz. Jetzt muss ich gucken, dass ich das hier wieder hinkriege. So, das. Und dann müsste es eigentlich dann gehen. Über den müsste ich jetzt an den Laptop kommen. Jetzt kann ich es hacken. Erledigt. Puh, was eine schwere Geburt. Nicht! Nein! Oh, sieh dich nur an, Schätzchen. Was du dir angetan hast, nach all dem, was ich für dich getan habe. Du hast mich versklavt. Uns alle. Bitte, lass mich gehen. Lass mich gehen. Nimm das Ding raus. Und dann in dein altes Leben. Zurück zu nichts. Zurück zu den 2,5 schreienden Gören, einem ausweglosen Job und Arbeitslosengeld. Das willst du nicht. Dieser Mikrochip ist beängstigend, aber ich muss doch meine Ware im Auge behalten, nicht wahr? Und dieses Küchenmesser, das geht nicht, Schätzchen. Die Schnitte wirken sich auf meinen Gewinn aus. Nein, ich kann so nicht mehr leben. Nein, da hast du recht. Aber das ist in Ordnung, Schätzchen. Ich brauche dich für was anderes. Diese Mikrochips, die wir bei Angel Lopez gefunden haben. Oh, ihr seht doch zu. Gut, vergesst nicht, allen davon zu erzählen. Du weißt, wo sie hinkommt. Bring die zwei und den Rest zum Veranstaltungsort und mach sie verkaufsbereit. Sofort, Ma'am. Die ausländischen Investoren sind bereits gelandet und die Drohnen programmiert. Wir sind bereit, die Einladungen und Koordinaten an die Gäste zu verschicken. Rieche ich da etwa Initiative, Peter? Initiative kann eine gefährliche Sache sein. Kann man missverstehen. Verdammte Scheiße. So, wir sollen jetzt reinplatzen und die alte Murksen, oder? Das ist irre. Nee, soll man nicht. Wie hat Mary solche Technologie in die Hände bekommen? Man muss echt krank im Kopf sein, um sich Killer-Mikrochips auszudenken. What the fuck, ja. Krank im Kopf, aber auch ziemlich genial. Perfektes Psychoprofil für eine Gruppe wie Zero Day. Oder etwa nicht?
Mir ist egal, mit wem sie zu schaffen hat, Bagley. Sie hält diese Leute als Sklaven. Und es klingt so, als würde sie sie verkaufen. Was für ein Ding. Das ist der Mikrochip in Aktion. Entweder lebst du als Sklave oder stirbst und deine Organe werden verkauft. Mann, keine Ahnung, was schlimmer ist. Dedzek, wir müssen zu dieser Sklavenauktion und alle Informationen sammeln, die wir kriegen. Der Ort wird auf den Einladungen stehen. Die hat sie noch nicht verschickt, aber wenn sie das tut... Bagley überwacht die Drohnennetzwerke. Melde dich, wenn Mary ihre Flotte losschickt. Fürs Erste bleibt uns nur abzuwarten. Ich melde mich, wenn ich was Interessantes höre. Danke, Dedzek. So, neue Maske und Eto. Geschafft. Vladimir Kelly abgeschlossen. Boah, was eine schwere Geburt mit dieser Heckerei und alles. Und dann funktionierte dann am Ende. Und die nächste Mission heißt dann Körperklau. Nee, ist abgeschlossen. Das ist die. Da wir hier auf unsere Einladung zu Mary Kellys geschmackloser Motto-Party warten, können wir uns auch um die wichtigen Dinge kümmern und das Geheimnis um Zero Day lüften. Wer sind Sie und warum wollen Sie Dedzek die Bombenanschläge anhängen? Hey Beck, sag schon was. Wie schön, dass du fragst. Heute hat der große KI-Detektiv zwei Spuren für seinen Spürhund. Wir müssen uns offensichtlich um Albion kümmern, aber ich habe auch eine ungewöhnlichere Spur für dich. Im Dark Web gibt es eine neue Hacktivistengruppe namens 404. Aber denen geht es wohl nicht um Spaß, sondern um die brutale Veränderung der Gesellschaft um jeden Preis. Läutet da was bei dir? Tja, wir haben ein paar Optionen, das in Angriff zu nehmen. Ich habe beide in deiner Optik markiert. Na, ah, da kommen wir nicht so rein. Ist ja der Ding dieser Kamera, aber da kommen wir nicht rein. Gut, dann würde ich sagen, machen wir Feierabend. Wir sind in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Watch Dogs. Und dann müssen wir mal gucken, was wir als nächstes machen.